Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten und zu Teil Nummer 3 vom Gartenrundgang Juli. Ja, jetzt stehen wir hier in den Beeten und der heutige Teil, der wird ein wenig länger werden, denn wir schauen uns hier alles außerhalb von Folientunnel und Glasgewächshaus an und das ist wirklich eine Menge. Wir fangen hier direkt an im Maisfeld. Hier haben wir Zuckermais angebaut, Sorte Golden Bantam. Den wollen wir hauptsächlich dazu nutzen, um den dann im späten Sommer noch zu grillen. Den Mais, den haben wir Anfang Mai direkt ausgesät. Wir haben auch Mais vorgezogen. Das sind die hinteren Pflanzen, die selbst gesäten. Die sind dann hier weiter vorne. Wenn wir uns hier umdrehen, dann stehen wir auch in der Kolbenhirse. Kolbenhirse, die baue ich immer für meine Wellensittiche an. Ich habe sehr viele Wellensittiche und so kann ich mir mein eigenes Futter anbauen. In der Zeit, wo ich diese Kolbenhirse dann verfüttern kann, brauche ich mir also keine zukaufen. Ist auch so ein bisschen mit der Punkt Selbstversorgung. Einfach ein bisschen Geld sparen und die eigene Kolbenhirse aus dem Garten und nicht die aus China. Schmeckt meinen Wellensittichen auch meist immer etwas besser. Was ich für meine Wellensittiche noch so anbaue, hier im Garten, das sind sehr viele Sachen. Meine Wellensittiche fressen sehr gerne Gemüse, aber was so wirklich die klassischen Sachen sind, sind Salat, Kolbenhirse und Vogelmiere, die wächst hier noch so ein bisschen wild. Die kriegen meine Wellensittiche dann auch immer mal wieder mit in den Käfig auf den Teller. Hier haben wir zwei Süßkartoffeln und Topinambur. Die Pflanzen habe ich mir im Gartencenter mitgenommen. Einfach mal ein bisschen was Exotischeres, in Anführungszeichen, was in meinem Garten dabei sein muss. Und dreimal Physalis. Die habe ich selbst vorgezogen. Ist die Sorte Schönbrunner Gold. Kennen sicherlich auch viele. Ne, stimmt gar nicht. Zweimal Schönbrunner Gold. Die vordere ist eine Dulceria. Auch eine schöne Physalis-Sorte. Und ich bin mal ganz gespannt. Wir sehen jetzt schon sehr viele Physalis-Blüten und Physalis-Ansätze dran. Bin ich sehr gespannt. Physalis gehören für mich im Garten dazu. Wenn ihr Top-Sorten habt, die in diesem Jahr besonders bei euch klappen, dann schreibt die mir gerne mal in die Kommentare. Denn ich bin gerade schon auf der Suche und mache meine Planung für die kommende Saison. Ja, sehr früh. Aber Top-Sorten, die muss ich mir auf jeden Fall schon mal merken. Schickt mir dazu gerne Bilder und Sortenname mal über Instagram oder den Sortennamen ganz einfach hier in die Kommentare. Ja, hier weiter vorne, da stehe ich dann mitten im Phacelia. Phacelia wird auch Bienenfreund genannt, ist eine Gründüngung und die haben wir hier erstmal in der ersten Saison auf dieses Stück aufgesetzt, da wir dieses Stück noch relativ neu haben. Das haben wir Anfang dieses Jahres erst umgegraben. Und wenn man mal hier so ein bisschen rumguckt, hier sind sehr, sehr viele Bienen drin. Blühstreifen haben wir aber nicht nur Phacelia, da gehen wir gleich mal zum nächsten, denn die stehen auch noch in voller Blüte. Auch hier vor mir haben wir einen Blühstreifen mit sehr vielen verschiedenen Blüten, blau, weiß, gelb, orange, rot, rosa, lila, wir haben alle Farben quasi in diesem Blühstreifen mit drin. Das hier ist eine etwas niedrigere Mischung, hinter mir ist eine etwas höhere Mischung. Ich blende euch die Unterschiede mal in der Nahaufnahme ein. Das hier ist sehr so gelb-blau lastig, da vorne geht es dann rot-weiß-blau. Aber sehr viele schöne Blüten, sehr viele Insekten haben wir hier im Garten. Und direkt daneben, da haben wir die Freiland-Paprikas und die Freiland-Tomaten. Da schauen wir jetzt mal rüber. Ich habe euch ja im letzten Video, Teil 2 vom Gartenrundgang Juli, schon erzählt, wo wir im Folientunnel waren, dass man für die Pflanzen, ja, Beschriftung und auch die Pflanzenbefestigung sehr viel Geld ausgeben kann. Wir sammeln uns aber immer diese Stöcker und haben es tatsächlich geschafft, dieses Jahr nur 10 Euro für die Pflanzenbefestigung auszugeben und das bei über 60 Tomaten im Freiland. Das ist auf jeden Fall eine Leistung. Wir wollten nicht viel Geld ausgeben. Die Tomatenspiralstäbe kennt ihr, die kosten 2 Euro. Die haben sich bei uns über die Jahre jetzt immer mal so ein bisschen angesammelt. Aber den Großteil, wie ihr hier auch seht, haben wir ganz einfach, ja, mit einfach Holzästen gemacht, die sehr dick sind. Ja, da bieten sich drei besondere Pflanzen bzw. Bäume für an. Einmal Haselnuss, einmal Vogelbeere und auch Bambus. Bambus haben viele im Garten wachsen und wenn der im Herbst zurückgeschnitten wird, dann kann man sich die Stöcker super aufbewahren, um dann damit die Tomaten zu befestigen. Dann stellt sich natürlich das nächste Problem dar. Diese Stöcker sind meist sehr dick und wenn man die dann noch an eine Tomate macht, gehen diese kleinen Tomatenclipser nicht mehr drum. Da haben wir uns auch ganz einfach was anderes einfallen lassen. Wir haben einfach mit Jutegarn so lange Stücke zurechtgeschnitten und die Tomaten quasi daran befestigt. Hat bis jetzt sehr gut geklappt. Wir machen das dieses Jahr das erste Mal, aber wir wollten uns da jetzt nicht mehr Tomatenclips kaufen. Die paar, die wir haben, die haben wir hier an den Tomatenspiralstäben noch dran getan, denn die sind sehr dünn und da passen die dann noch drum.
Aber sobald so ein stabiler Holzstamm hier mal zum Einsatz kommt, passt natürlich nicht so ein kleiner Tomatenclip mehr da drum. Und da wir hier bei der ganzen Masse an Tomaten wirklich auch ein bisschen auf das Geld achten müssen, dass wir am Ende nicht 200 Euro für 100 Tomatenspiralstäbe ausgeben, haben wir uns diese Möglichkeit überlegt und bis jetzt sind wir sehr zufrieden, denn die Tomaten, die halten, die Holzstäbe, die halten und auch diese Schnüre, die wir da dran gebunden haben, sitzen immer noch fest und stabilisieren so die Tomate. Hier vor mir, da sind ganz viele Paprikas. Wir haben da zum Beispiel die Lombardo dran, die Paprika Kera ist dabei. Da vorne ist sogar noch eine Paprika Pantos, viele verschiedene Paprikas, nichts Besonderes. Bis jetzt wachsen die Paprikas auch noch gut. Wir haben ja gerade mal Juli, da ist das noch nicht so ein Problem mit Krankheiten. Die stehen auch sehr stabil, besser sogar noch als im Folientunnel. Da sind die nämlich schon viel größer und haben mehr Fruchtgewicht, sodass sie dann irgendwann mal einknicken. Hier stehen die Paprikas aber noch sehr gut und ich würde sagen, wir gehen mal weiter, denn dort sind die Zucchinis und das ist wirklich der Hammer. Und für diese Planung, da möchte ich mich einmal in diesem Video selber loben, denn wir haben wirklich 20 Zucchini-Pflanzen und 5 verschiedene Sorten. Das heißt, für jede Pflanze 4 Stück. Wir haben einmal die gelben runden, gelbe lange, wir haben die grün gestreiften, das sind die Kokozelle, die, ich vergesse mal den Namen, blende ich euch auf jeden Fall mal ein. Dann haben wir da hinten die ganz normalen dunkelgrüne Diamant und dann haben wir hier, wo war sie jetzt gerade? Jetzt habe ich sie verloren, da vorne die Ismalia, eine sehr helle Zucchini. Insgesamt 20 Pflanzen, 5 Sorten, ist schon eine sehr, sehr gute. 20 Pflanzen, 5 verschiedene Sorten, das ist schon echt cool, gerade auch so ein bisschen im Hinblick auf Vielfalt. 20 Zucchini-Pflanzen, da kommt natürlich einiges zusammen. Wir nehmen das nicht alles selber, ihr hört schon im Hintergrund den Hund bellen. Unser Garten hier ist beim Tierheim und all das Gemüse, was wir nicht selbst verwerten, das geben wir den Besuchern hier gegen eine Spende an das Tierheim mit. So teilen wir unser Gemüse nicht nur mit uns, sondern auch mit anderen Leuten, animieren die so vielleicht nochmal zum Gärtnern, denn es ist ja echt cool, gelbe oder auch helle Zucchinis zu haben, die man nicht im Supermarkt hat. Das ist zumindest immer die Antwort, die wir bekommen. Gelbe, runde Zucchini schmecken einfach klasse, sind, wenn man die mal irgendwo bekommt, sehr teuer. Und hier geben wir die einfach gegen eine Spende mit und hoffen, dass wir so auch noch mehr Leute zum Gärtnern animieren können. Aber nicht nur Zucchinis, auch Kürbisse wachsen bei uns dieses Jahr sehr, sehr gut. Wir haben hier vorne ganz viele verschiedene Kürbisse. Hokkaido-Kürbis, das sind zum Beispiel Spaghetti-Kürbis. Dann haben wir Muskat-Kürbis, Butternut-Kürbis. Also all das, was man an Kürbisse kennt, haben wir bei uns dieses Jahr im Garten. Hier vorne stehen auch nochmal 2 Physalis. Das ist aber nicht ganz so spannend. Wir schauen jetzt nochmal hier am Ende auf den Garten. Da haben wir dann noch eine Reihe Kapuzinerkresse, so als kleinen Abschluss. Die geht da hinten weiter. Hier haben wir einmal die mexikanische Minigurke, dann haben wir 3 weitere Zucchinis. Hier stehe ich in den Buschbohnen Saxa. Das ist eine ganz klassische Buschbohne, die bei uns jedes Jahr klappt. Dann haben wir hier aber auch eine neue Buschbohnensorte, die habe ich komplett neu in diesem Jahr. Ich habe am 27. Dezember 2020 mit meinen Zuschauern zusammen im Livestream auf YouTube Saatgut bestellt und haben uns auch für die Purple Tippy entschieden. Ich weiß nicht mehr, wie die junge Dame hieß, aber die hat mir die Purple Tippy empfohlen und ich sehe jetzt schon sehr, sehr viele Blüten und auch diese lila Blüten und dieser lila Touch in den Stielen, der sieht schon mal sehr gut aus. Ich hoffe dann auch auf schöne, dunkel, lilane Buschbohnen. Bin gespannt, ob das klappt, so wie ich mir das vorstelle. Aber es sieht erstmal ganz gut aus. Dann geht es hier weiter mit weiteren Zucchini. Ja, da haben wir wirklich sehr viele auf einmal. Aber wenn man so spät im Jahr mit Zucchinis anfängt, das wird es nicht mehr. Und deswegen bauen wir hier sehr viele Zucchini auf einmal an. Die geben wir dann lieber noch an die Besucher weg, als dass wir nachher weniger Zucchinis haben. Hier seht ihr auch schon, da kommt der erste Hirsekolben und dann stehen wir hier vor dem nächsten Kürbisfeld. Hier stehen wir im weiteren Kürbisfeld. Hier haben wir einmal Riesenkürbis, Riesenkürbis Jumbo und den Atlantic Giant. Wir haben hier aber auch nochmal den Muscat de Provence drin. Das ist ein sehr cooler Kürbis. Grüne, dicke Köpfe, die dann so ja, dunkelbraun abreifen. Innen drin sehr schön knalliges Orange. Und die beiden Riesenkürbisse, die brauchen hier natürlich Platz. Deswegen haben wir hier nach hinten hin auch noch ein bisschen mehr Platz gelassen. Dann, nicht ganz hoffnungslos, haben wir hier wieder Gurken. Letztes Jahr war es ja so, bei euch wahrscheinlich auch, dass die Gurken sehr schnell diesen Virus hatten. Dann waren die Gurken sehr schnell im Freiland hin, aber jetzt können wir sogar schon bald die ersten Gurken ernten, denn da kommen gerade ganz viele Blüten. Hier nochmal einmal der Blick auf die Blühstreifen. Wirklich sehr schön und dann geht es hier schon mit einem sehr spannenden Experiment weiter.
Diese Kultur hat viele Namen. Ich habe schon gelesen von Soja, Gemüsesoja, Edamame. Es gibt sehr viele Bezeichnungen für diese Pflanze. Ich nenne es einfach mal nur Soja. Das wächst dieses Jahr auch das erste Mal bei uns. Ist ja eine Kultur, die in den letzten Jahren vermehrt auch durch den vegetarischen und veganen Konsum in den Vordergrund gekommen ist. Jetzt möchte ich mir natürlich selber mal Soja anbauen und das hat bis jetzt ganz gut geklappt. Das Saatgut habe ich so behandelt wie Erbsen. Das sieht auch so aus wie Erbsen. Habe ich hier in zwei Reihen erstmal ausgebracht und jetzt sehen wir hier mittlerweile die ersten kleinen weißen Blüten dran. Ich bin sehr gespannt, ob wir hier Soja von ernten können. Ich hoffe natürlich auf sehr viele Sojabohnen, bin aber mal gespannt. Dann müssen wir mal auf einen Misserfolg zu sprechen kommen und der ist direkt neben dem Soja. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber auch hier beim Soja, hinten ist der Soja sehr lange schlechter bzw. gar nicht gewachsen und bei den Möhren auch so. Möhren, da kommen jetzt ein paar durch. Die wurden auch noch mal ein bisschen von den Schnecken zurückgefressen. Vorne wachsen die sehr gut, aber da das Beet so nach hinten hoch geht, haben wir die Befürchtung, dass die Samen nach vorne weggeflossen sind, als es so viel geregnet hat. Es war nämlich so die Zeit April, Mai, wo es hier sehr nass war. Oder wir können uns auch einfach denken, dass hinten dann auch schneller wieder austrocknet, weil das Ganze so nach vorne abflacht. Warum genau, wissen wir nicht, aber die Möhren stehen komischerweise nur genau bis zur Hälfte. Dahinter ist nichts mehr. Warum? Das lässt sich wahrscheinlich nie erklären, aber Hauptsache die Hälfte der Möhren wächst gut. Auf der anderen Seite, da haben wir auch ein paar spannende Kulturen und zwar einmal Spargelsalat. Dann haben wir hier Pastinaken und Wurzelpetersilie, wir haben hier Rettich und wir haben hier Schnittsalat. Die Sorte, ich weiß gar nicht wie genau sie heißt, ist so ein Megapack von Kiepenkerl. Die haben wir sehr, sehr oft hier im Garten. Und da haben wir das einfach so, dass wir diesen Schnittsalat immer abschneiden können. Der wächst zum Teil noch wieder ein bisschen nach, aber der hat auch eine sehr kurze Anbauzeit. Und so können wir massig Salat ernten. Wie sieht es bei euch eigentlich aus mit Kartoffeln? In diesem Jahr bei mir sind die Kartoffeln absoluter Gewinner. Sehr viel Regen, die Kartoffeln sind super am Wachsen. Ich hatte noch nie so viele Blüten an den Kartoffeln wie in diesem Jahr. Jetzt ist es auch mittlerweile schon so, dass einige Kartoffelblüten abgefressen werden. Aber das haben wir leider immer mal wieder, dass die Kartoffelblüten verschwinden. Last mit Kartoffelkäfern haben wir zum Glück dagegen gar nicht. Die sind hier komplett verschwunden in dieser Gegend. Da haben wir überhaupt die letzten 2-3 Jahre keine Probleme mit gehabt. Ansonsten wachsen die Kartoffeln gut. Die ersten senken sich jetzt hier. Die sind schon sehr lange im Boden. Die waren auch schon vorgekeimt. Die sind dementsprechend 2-3 Wochen früher fertig. Die sind noch knallgrün und auch die hinteren da hinten, die haben so einen leichten lila Touch. Denn das ist die Sorte Blue Congo. Kennt ihr sicherlich alle. Blaue Kartoffel erkennt man so ein bisschen am Laub und dahinter, das ist noch die Rosara, die hat so eine rote Schale und da ist das Blatt von den Tomaten, das Blatt von den Kartoffeln meine ich natürlich, auch grün und der Stamm so ein bisschen ins Rötliche. Sehr spannend, wie das Laub sich von den Kartoffeln unterscheidet. In einem guten Gemüsegarten ist für mich nicht nur Gemüse, was man ernten kann, sondern auch ein bisschen was fürs Auge. Tagetes haben wir hier, Borretsch und sogar essbare Blüten, Kapuzinerkresse, da haben wir sehr, sehr viele dran. Wir sehen hier viele Insekten da drin. Die Tagetes blühen auch schon sehr lange jetzt, da kommen immer wieder neue Knospen nach. Da vorne liegt Borretsch, Sascha Schopp, Burago ist ja der lateinische Name von Borretsch. Borretsch finde ich super spannend, ist jetzt das erste Mal bei mir im Garten. Und auch generell dieses kleine Stück hier mit ein paar Blüten war einfach jetzt mein Muss. Dieses Jahr immer mal wieder ein paar Blüten mit drin. Da vorne die Blühstreifen, dann da vorne Phacelia, da war ja auch Gelbsenf. Einige Blüten im Garten müssen es natürlich auch sein. Da vor mir, da sind ganz viele Erbsen. Da werdet ihr im nächsten Video noch was zu sehen. Denn dann werden wir die ganzen Erbsen hier abernten. Die ganzen Blüten sind weg, die Erbsen haben sich alle gebildet. Und die liegen jetzt nur noch zu Boden und warten darauf, geerntet zu werden. Und dann werden wir dort weitere Kulturen aussäen, was man im Juli alles so dann noch darauf aussäen kann. Das seht ihr im nächsten Video mit der Erbsenernte zusammen. Was auch immer sehr gut wächst bei uns, ist Mangold. Da haben wir drei Reihen. Einmal den weißen. Da ist auch gelber Mangold mit drin, weißer, lila Mangold. Und hier vorne, das ist Mangold Rhubarb Chab oder so heißt, glaube ich, die Sorte. Ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall dieser klassische rote Mangold. Auch immer wieder eine spannende Kultur sind Gemüsezwiebeln. Die haben wir schon Anfang des Jahres im Februar ausgesät und dann sehr früh auch kalt gestellt im Gewächshaus, sodass sie nicht beim ersten Gießen direkt platt werden. Dann wurden die sehr stabil und jetzt mittlerweile haben wir hier schon richtig schöne Zwiebeln drin. Ich hoffe auf sehr, sehr große Gemüsezwiebeln. Sorte Exhibition klappen eigentlich immer. Kennt ihr vielleicht auch vom Ralf, der Selbstversorger-Kanal. Da habe ich zumindest die Sorte damals entdeckt.
Ist eine Sorte, die bei mir einfach jedes Jahr im Garten kommt, denn die Zwiebeln, die sind wirklich riesig. Das sind diese Dönerzwiebeln, sage ich mal, diese Gemüsezwiebeln. Da hat man einfach nochmal ein bisschen mehr Ernte und die schmecken auch wirklich sehr, sehr gut. Also kann ich euch wirklich nur empfehlen. Was haben wir dann auf der anderen Seite? Da sind so noch klassische Sachen wie nochmal Mangold, Erbsen, zwei Reihen Möhren. Da haben wir nochmal zwei Reihen Buschbohnen. Und hier haben wir sehr viel Lauchzwiebeln. Hier geht das Ganze dann über in Porree. Da ist auch nochmal Porree und das hier ist dann unser Kohlbeet. Da sage ich euch gleich noch was zu. Aber wir schauen erstmal hier in dieses Hochbeet. Ja, kleiner Reminder an mich, falls ich das vergesse beim Videoschnitt. Hier die Erdbeeren, da müsste ich euch auf jeden Fall eine Nahaufnahme zu einblenden. Wenn ich dran gedacht habe, dann seht ihr die Nahaufnahme jetzt hier. Hier sehen wir nämlich sehr viele Erdbeeren, sehr viele Blüten. Die sind dieses Jahr das zweite Mal dabei. Aber ich habe eine Sorte gefunden, beziehungsweise zwei, die Sorten Fresca und Elan. Die kann man im Januar aussäen und dann tatsächlich schon im Sommer und Herbst beernten. Die Sorten solltet ihr euch auf jeden Fall mal merken und nach googeln. Sorte Fresca und Elan sähe ich immer im Januar selber aus Samen aus. Also ich nehme die nicht über Ableger und kann im ersten Jahr sogar schon von ernten. Hier, die sind jetzt im zweiten Jahr da drin. Länger haben wir den Garten ja auch noch gar nicht. Und da sind jetzt schon wieder super viele Erdbeeren dran. Den Salat, den haben die Schnecken teilweise so hingerichtet. Da waren aber auch wir mal dran. Wir haben oben schön die saftigen Kronen abgeschnitten und gegessen. Der Rest, der geht nach und nach immer an meine Wellensittiche. Denn die sind auch mit den ja, etwas niedrigeren Blättern zufrieden. Hier, das was so schön grün ist, das sind noch die Möhren. Ein bisschen verschlungen ist dann hier drin. Ich zeige es euch mal hier. Der Knoblauch. Ansonsten haben wir auch nicht mehr viele Sachen, doch ein bisschen Porree ist noch dazwischen, aber so ein Hochbeet, das muss für mich einfach voll. Hier darf man nichts mehr sehen, deswegen auch hier nochmal ein paar Nahaufnahmen für euch. So, und bevor wir jetzt zum Schluss von diesem Video auf Misserfolge zu sprechen kommen, zeige ich euch erst nochmal hier was. Ja, all die Geiztriebe, die wir von den Tomaten so nehmen, die stellen wir mal in Wasser und lassen die anwurzeln und dann kommen die hier bei uns nochmal auf diese Fläche. Ich kann euch das mal von oben zeigen, sieht man jetzt nicht ganz genau, aber die sind auch noch sehr klein. Die Geiztriebe haben wir jetzt hier in die Erde gestellt, die waren erst zwei Wochen in Wasser und die haben Wurzeln gebildet und die lassen wir hier jetzt noch weiter wachsen. Hier vorne sieht man das sogar schon, die blühen sogar schon und da können wir an den Geiztrieben dann nochmal mit einigen kleinen Tomaten rechnen. Die werden natürlich nicht mehr zwei Meter hoch, die Pflanzen, aber das werden dann so kleine Busch- oder Topftomaten und da lässt sich auch nochmal die ein oder andere Tomate dran ernten. Was haben wir vorne? Prickelkraut. Kennen sicherlich viele von euch Prickelkraut. Sehr, sehr schön. Wird auch Zahnpastakraut oder Kotzkraut genannt, weil man davon einen übertriebenen Speichelfluss bekommt. Und nicht nur der Speichelfluss, auch das Kribbeln, wenn man die Blüte runterschluckt in der Speiseröhre, ist wirklich besonders. Ja, dann einmal noch hier diesen langen Blick auf das Zwiebelfeld. Hier vorne haben wir die gelben Zwiebeln bis hier. Dann werden die Zwiebeln rot und ganz zum Schluss haben wir ein paar Knoblauchzehen. Insgesamt 10 Meter hier entlang am Folientunnel außen. Zwiebeln, hier sind teilweise schon sehr große dabei. Zwiebeln ist bei uns immer so eine Sache. Da ist wirklich das Unkraut zwischen bis zum geht nicht mehr. Ich weiß nicht warum, aber Zwiebeln ziehen das bei uns magisch an. Zwiebeln, ansonsten eine sehr spannende Kultur. Ist das, glaube ich, was bei uns im Garten am meisten wächst an der Stückzahl. Denn hier sind wirklich sehr, sehr viele Zwiebeln aufeinander. Ich glaube, es waren 1,5 Kilo Steckzwiebeln. Das ist wirklich schon eine Menge, wenn man sich diese 500 Gramm Netze mal vorstellt. Und dann dazu noch mit den Gemüsezwiebeln da hinten und dem Knoblauch und den Lauchzwiebeln da vorne, ist das echt eine Menge. Außerhalb vom Folientunnel haben wir jetzt noch Hirse, Weizen, das sind alles nicht so spannende Sachen. Die haben sich auch nicht so viel verändert zum letzten Video, da ist nämlich bei dem Weizen jetzt klar Ähren dran. Aber bei der Kolbenhirse ist noch nicht viel passiert, da ist einfach nur das Laub größer geworden. Hier, das ist wirklich noch eine Sache, wozu ich noch mal was erzählen kann. Zuckererbsen scheinen nämlich bei vielen Leuten eine Kultur zu sein, die nie klappt. Bei mir ist es eine Kultur, die tatsächlich immer klappt. Egal was ich mache, ich kann die von mir aus hier in die Erde werfen, die Erbsen, und die würden wachsen. Erbsen, Zuckererbsen, einfach eine schöne Delikatesse. Nico von Bunter Nutzgarten und Arthur von Arztgarten, Grüße an dieser Stelle. Die beiden wissen das, haben wir neulich im Livestream mal drüber gesprochen. Zuckererbsen mache ich mir sehr gerne mit Speck und Salz als kleinen Snack angebraten. Ich glaube, ich habe seit zwei Wochen fast jeden zweiten Tag Erbsen mit Speck und Salz gegessen. Ein sehr kleiner, aber leckerer Snack für zwischendurch. Und hier seht ihr, das ist wirklich der Zaun, der hängt schon, weil die Erbsen oben so dick werden. Und da hängt wirklich sehr, sehr viel dran. Die werden wir dann bald auch mal alle abernten. Ja,
25 Minuten sehe ich auf dem Display. Das Video geschnitten wird dann wahrscheinlich schon so bei 20 Minuten sein. Deswegen kommen wir jetzt mal zum kleinen Schluss. Wir schauen uns nochmal das Kohlbeet an. Denn das ist leider ein kleiner Misserfolg. Aber das gehört im Garten ja auch dazu. Aber ist das nicht schön, wenn man so einen Gemüsegarten hat? Jetzt, wo wir zum Kohlbeet gehen, kann ich euch ja mal eben davon erzählen. Ich finde es einfach wahnsinnig cool. Ich mache das Ganze ja mit Niklas zusammen, diesen Tierheimgarten. Wir haben hier 750 Quadratmeter Gewächshaus, Folientunnel, Hochbeete, Gemüsebeete. Wir fahren hier abends oft hin zum Sprengen. Und so ein Garten, das ist doch einfach ein wunderbarer Rückzugsort. Ich habe übrigens meine Prüfung jetzt zum Altenpfleger bestanden. Ich bin jetzt ausgelernt und habe jetzt viel mehr Zeit zum Garten. Und als Altenpfleger braucht man einfach einen guten Ausgleich. Und für mich ist es der Gemüsegarten. Hier noch einmal ein Blick auf das Kohlbeet. Dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Lasst einen Kommentar da und abonniert bitte diesen YouTube-Kanal. Wenn ihr das ganze Video eh schon schaut und es gefällt euch, dann gerne mal abonnieren. Denn dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und ihr unterstützt mich, dass ich hoffentlich mal irgendwann diese 10.000 Abonnenten voll bekomme. Würde mich auf jeden Fall über eure Unterstützung freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Gartenrundgang wieder. Bis demnächst und ciao.